und möchte Sie gerne nach oben bitten, damit wir Ihren Vortrag hören, der da lautet: Ehe für alle, stiller Verfassungswandel oder offener Verfassungsbruch? Ich bin gespannt. Liebe Frau Beverförde und sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Bevor ich zu meinem Vortrag komme, bitte noch zwei Vorbemerkungen hier loswerden zu dürfen. Für mich ist das in der Tat eine neue Erfahrung, zu einer Tagung zu kommen, die von so einem großen Polizeiaufgebot geschützt werden muss. 300 oder 400, 500, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier sind. Leute wollen sich zu einem Thema informieren und austauschen und draußen ist gleichsam die Hölle los, als wenn hier sonst was, ein Staatsstreich probiert wird. Ich finde es für eine Demokratie und auch für eine offene Gesellschaft geradezu beschämend, dass kein freier Meinungsaustausch möglich ist und dass vor allem die Veranstalter sonstige Dinge probieren müssen, ein Versteckspiel ohne desgleichen zu spielen, nur um den Tagungsort geheim zu halten. Ich finde, das ist irre. Und ich finde, das sollte in einer Stadt auch wie Frankfurt, von der behauptet wird, dass hier Vielfalt und Toleranz herrschen und insbesondere, wo ein Jürgen Habermas für eine gewaltfreie Diskursethik geworben hat, dringend überprüft werden, ob das die richtige Position ist. Ein zweiter Punkt. Sie alle haben möglicherweise mitbekommen, der Disput, der um H&M, Hennes und Mauritz und den kleinen Jungen, der in einem Hoodie als Model dasteht und auf dem Hoodie, also ein Shirt, steht The Coolest Monkey in the Jungle. Was das ausgelöst hat, meine Damen und Herren, es gab eine Rassismusdebatte, obwohl alle wissen, dass H&M nicht rassistisch ist. Die Mutter hat gesagt, alle sollen mal wieder ganz ruhig bleiben. In Südafrika wurden Geschäfte von H&M eingeworfen und demoliert. Die Mutter muss umziehen, weil ihr vorgeworfen wurde, sie würde ihren Sohn an eine rassistische Unternehmenskultur verkaufen. Ich finde, wir tun alle gut daran, verbal abzurüsten. Das ist wirklich wichtig. Denn mit einer verbalen Überdimensionierung beginnt ein nicht mehr gewaltfreier Diskurs, Meinungsfreiheit hin und her, aber Bescheidenheit bei der Ausdruckswahl. Und ich finde es schon erschreckend, wenn ich morgens eine SMS von meiner Frau bekomme und da steht drin: Schatz, wo bist du? Ich habe gerade im Internet gelesen, dass man aus dieser Tagung ein zweites Stalingrad machen wolle. Meine Damen und Herren, meine Frau ist eine sehr ängstliche Person und aus der Ferne war es schwer, sie zu beruhigen, zumal wir hier an so einem abgelegenen Ort sind, dass ich nicht mal telefonieren konnte. Also für mich ist das wirklich eine abenteuerliche Veranstaltung insoweit, aber auch eine Erfahrung. Ich habe dann versucht, meine Frau per SMS zu beruhigen und zu sagen, dass ein Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt vermutlich nicht mit Panzern kommen wird. Und insoweit gehe ich davon aus, dass hier alles friedlich vonstatten gehen wird. So, jetzt zur Sache, meine Damen und Herren. Die Ehe für alle. Frau von Beverförde hat schon in der Einführung den Termin genannt, 30. Juli, letzte Woche der Bundestagssitzung, der Legislaturperiode. Es kam nicht nur zu einem Koalitionsbruch, weil man vereinbart hatte, darüber nicht abzustimmen und dann plötzlich, wie das so häufig der Fall gewesen ist, mit unserer Kanzlerin in einem Burda-Gespräch, so en passant, erzählt sie was von Gewissensfreiheit und dass man in dem Bereich doch die Abstimmung freigeben wollte. Danach haben dann alle gerätselt, ob das für die nächste Legislaturperiode gemeint war oder noch für die aktuelle. Die SPD hat das sofort wahrgenommen und hat einen Antrag gestellt in der
Geschäftsordnung und es wurde darüber abgestimmt und mit dem bekannten Ergebnis. Worüber ich hier heute sprechen und referieren werde, ist die Frage, ob das neue Ergebnis, nämlich die Änderung des Paragraphen 1353 des BGB mit unserem Grundgesetz, namentlich Artikel 6 Grundgesetz, in Übereinstimmung zu bringen ist. Hier nochmal die Normen dieser beiden Vorschriften, also den Text der jeweiligen Vorschriften. Ich hoffe, alle, die dort auf dem rechten Flügel sitzen, ohne damit das politisch zu meinen, können sehen, was dort steht. Ich werde versuchen, langsam den Text trotzdem immer noch wieder vorzulesen für alle. Paragraph 1353 ist also die Regelung, die mit dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts neu gefasst wurde, nämlich eine neue Definition der Ehe, die da jetzt lautet, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. In der Verfassung steht Artikel 6 Grundgesetz, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Passt das zusammen? Auf den ersten Blick, why not? Die spannende Frage ist nur, und ich glaube, Frau Beverförde hat das schon angesprochen, ist, kann ich, indem ich im BGB eine neue Definition der Ehe festschreibe, auch die Verfassung umschreiben? Ich versuche das mal deutlich zu machen mit zwei, drei anderen Beispielen. Angenommen, rein hypothetisch, es schnarrt so, ja? Ich möchte nichts in der Hand halten. Können wir das sonst ein bisschen runterregulieren? Es schnarrt so doll, ich weiß es nicht. Ist die Akustik ganz schlecht? Wer ist der Meinung, das geht so? Wer ist der Meinung, wir müssten etwas ändern? Jetzt im Hinblick auf die Akustik. Gut. Angenommen, rein hypothetisch, es gäbe in dem Bundestag, der neu gewählt wird, demnächst vielleicht ein Refugees Welcome Änderungsgesetz. Und da würde folgender Paragraph 3 Asylgesetz neu formuliert werden, und zwar wie folgt. Absatz 1 würde lauten, Flüchtling ist nur, wer wegen offizieller Kritik an Donald Trump aus den USA fliehen musste. Klammer auf, Trump-Flüchtling. Das ist eine Legaldefinition. Flüchtling wird also definiert als Trump-Flüchtling. Alle Staaten in Afrika werden zu sicheren Herkunftsländern deklariert. Und Absatz 2 stellt auch noch klar, Deutschland nimmt im Jahr nicht mehr als 100 Trump-Flüchtlinge auf. Wer ist der Meinung, wir hätten ein Verfassungsproblem? Ja, würde ich auch sagen. Die spannende Frage, es ist ziemlich klar, dass diese Regelung, dieses Refugees Welcome Änderungsgesetz, ganz sicher vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden würde, aus guten Gründen. Zweiter Fall, angenommen, das Eigentum für alle Klarstellungsgesetz. Aktuell steht in Paragraph 903 BGB die Definition des Eigentums, wonach der Eigentümer mit der Sache verfahren kann, wie er will und jeden anderen Einfluss ausschließen kann. Jetzt fassen wir mit dem Eigentum für alle Klarstellungsgesetz Paragraph 903 BGB neu, nämlich so, der Eigentümer einer Sache hat den unbegrenzten Zugriff aller auf die Sache zu gewährleisten. Wer meint, wir hätten damit ein Verfassungsproblem? Ja, ich auch. Die spannende Frage wäre, ob diese Neuregelung und Neudefinition von Eigentum, die ja im Grunde nichts anderes ist als die Einführung des Kommunismus, auch gute Idee, mit Artikel 14 Grundgesetz in Übereinstimmung zu bringen ist. Letzter Fall. Reiner hypothetischer Fall natürlich, Armutbekämpfungsgesetz. Armut zu bekämpfen ist immer gut. Wir machen das, indem wir ans Erbrecht rangehen. Paragraph 1922 BGB wird nun wie folgt gefasst. Mit dem Tode einer Person, Klammer auf, das ist der Erbfall, geht deren Vermögen, das ist die Erbschaft, bis zu einem Wert von 50.000 Euro auf die Erben und darüber hinaus auf den Staat über. Wer hätte damit ein Problem? Gut, ich gehe davon aus, das sind die Vermögenden, die sich gerade gemeldet haben. Nur mal die Gegenprobe, wäre damit kein Problem. Das sind die Studenten hier, alles klar. Natürlich, auch hier hätten wir natürlich ein Problem mit Artikel 14 Grundgesetz. Das Erbrecht ist als Institut garantiert. Alle drei Fälle zeigen,
womit wir es im Grunde auch in unserem konkreten Fall zu tun haben, nämlich wir definieren die Verfassung um, und zwar durch einfaches Gesetz. Immer würden wir sagen, hallo, geht das? Ja, darf der das? Insoweit schauen wir auf Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Da steht ganz klar, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung und die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das wissen wir, ich habe es nur noch mal in Erinnerung gebracht. Die spannende Frage ist, inwieweit können wir mit einfachem Gesetz tatsächlich die Verfassung ändern? In unserem ersten Fall, das waren die Trump-Flüchtlinge, da sehen wir, dass der Begriff der neu definierten Flüchtlinge in § 3 Asylgesetz definitiv viel zu klein ist im Verhältnis zum Tatbestand, so spricht der Jurist, also zu dem eigentlichen Schutzbereich des Artikel 16a, nämlich zum Asylrecht. Im zweiten Fall würden wir genauso sagen, was passiert hier? Das Erbrecht wird reduziert auf einen ganz kleinen Nukleus. Und das kann man ja beliebig noch weiter reduzieren. Wir können das Erbrecht auch ganz abschaffen im Zweifel. Und im dritten Fall, mit dem Eigentum für alle Gesetz, haben wir folgenden Punkt, dass nun ein einfaches Gesetz geschaffen wurde, das vom Tatbestand viel, viel weiter ist als die verfassungsrechtliche Garantie. Worauf es also ankommt und was wir gemeinsam hier untersuchen müssen, ist, wenn wir die Frage stellen wollen oder beantworten wollen, ob und inwieweit die Neuregelung in § 1353 mit Artikel 6 Übereinstimmung zu bringen ist. Wie sieht denn bitte schön das Verhältnis von diesen beiden Vorschriften zueinander aus? Nur nochmal als Zwischenfazit, was eigentlich klar sein sollte. Die Verfassung bildet einen rechtlichen Rahmen, in dem Politik sich zu bewegen hat. Politik kann nicht einfach tun, was sie will. Das nennt man Rechtsstaatlichkeit. In Artikel 20 Absatz 3 ist das klargestellt. Eine Umdefinition der Verfassung durch einfache Parlamentsmehrheit ist verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Eine Änderung des Grundgesetzes ist gleichwohl möglich. Es ist ja nicht so, dass man nicht eine gesellschaftliche Änderung auch wahrnehmen könnte. Nur braucht das eben eine qualifizierte Mehrheit nach Artikel 79 Grundgesetz. Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Und ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von 2/3 der Mitglieder des Bundestages und 2/3 der Stimmen des Bundesrates. Alles das sollte einigermaßen bekannt sein, vor allem auch für die Parlamentarier im Bundestag. Wie sieht es nun mit dem Verhältnis von Artikel 6 und § 1353 aus? Nach einfacher Betrachtung, insbesondere aller derer, und das ist wahrscheinlich auch die Mehrheit hier im Raum, die der Meinung sind, das war eine verfassungswidrige Intervention, die da stattgefunden hat, ist der Tatbestand des Artikels 6 enger als der Tatbestand des Paragraphen 1353. Und das ist dann also eine ähnliche Konfiguration wie nach dem Beispiel Eigentums für alle. Nun kommen wir aber zur eigentlichen Problematik. Bis dahin war das ja alles evident. Alle würden sagen, ja, so ist das. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Ganz einfach. Wir könnten uns denken, dass Artikel 6 gar nicht so eng ist, wie wir behaupten, sondern Artikel 6 selber ist bereits so weit, wie das jetzt nur per einfachem Gesetz, nämlich in § 1353, vollzogen wurde. Und davon sind einige im Parlament in der Tat ausgegangen. Und hier wird es jetzt kompliziert. Bis hier war das der einfache Teil, jetzt wird es komplizierter. Schauen wir uns das an. Die Argumente der Ehe für alle Befürworter in diesem Kontext ist, zunächst mal schauen wir auf die Gesetzesbegründung. Gleichgeschlechtlichen Paaren ist bis heute die Ehe verwehrt. Das hat sich ja jetzt geändert, aber mit dem
Einführungsgesetz soll sich das geändert haben, was eine konkrete und symbolische Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität darstellt. Die öffentliche Diskussion im Nachgang zu dem Referendum in der Republik Irland zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hat jedoch erneut deutlich gemacht, angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der damit verbundenen Änderung des Eheverständnisses gibt es keine haltbaren Gründe, homo- und heterosexuelle Paare unterschiedlich zu behandeln und am Ehehindernis der Gleichgeschlechtlichkeit festzuhalten. Soweit, so gut. Wir haben zu unterscheiden zwischen dem, was gesellschaftspolitisch vielleicht wünschenswert ist und dem, was verfassungsrechtlich möglich ist. Kein Wort zu der Frage, ob und inwieweit Artikel 6 diese Änderung, diese gesellschaftlich-politisch gewünschte Änderung von einigen tatsächlich durchzusetzen war. Welche Begründung finden wir? Vor allem Diskriminierung und gesellschaftlicher Wandel. Diskriminierung wird dann auch deutlich, etwa in dem Beitrag von Eva Högel in der Bundestagsdebatte, die sage und schreibe 38 Minuten gedauert hat, dann war man damit fertig, sagte, das ist keine Frage des Geschmacks oder des Bauchgefühls, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Menschenwürde. Und Thomas Oppermann assistierte mit einem Satz, der im Grunde von allen Fraktionen vorgetragen wurde. Wenn die Ehe für alle kommt, dann wird vielen etwas gegeben, aber niemandem etwas genommen. Das ist also ungefähr so wie mit dem Eigentum für alle Gesetz. Alle haben was davon. Leute, habt euch doch nicht so. Gesellschaftlicher Wandel, zweites Argument. Eva Högel wieder, die war am ausführlichsten, was die Begründung anlangte. Alle anderen haben mehr so Allgemeinposten verwendet. Wenn sich die Gesellschaft wandelt, dann müssen wir als Gesetzgeber handeln, dann müssen wir reagieren und dürfen das nicht ignorieren. Was nach Artikel 6 unseres Grundgesetzes unter der Ehe zu verstehen ist, das ist nicht auf Ewigkeit festgeschrieben. Es wandelt sich. Deshalb brauchen wir auch keine Änderung des Artikel 6 unseres Grundgesetzes, sondern wir können das ohne eine Änderung des Grundgesetzes heute so beschließen. Das war mehr oder weniger stillschweigend der Konsens aller derer, die diesem Gesetz zugestimmt haben. Die Vorstellung, dass Artikel 6 sich stillschweigend gewandelt habe, dahingehend, wie es jetzt nur einfach gesetzlich vollzogen wurde, nämlich, dass Artikel 6 unter dem Begriff der Ehe schon immer oder jedenfalls seit jüngerer Zeit, wann auch immer genau, Datum wurde nicht mehr genannt, jedenfalls schon Artikel 6 der Ehe die gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit umschließt. Damit sehen wir, wenn ich auf diese Weise Artikel 6 durch einen stillschweigenden Wandel ausdehne, haben wir in der Tat keine Diskrepanz und wir können sagen, keine Verfassungswidrigkeit. Kern der Ehe-Argument war nun im Grunde das Argument, das auch wiederum von allen Fraktionen vorgetragen wurde. Ich nenne hier nur exemplarisch Thomas Oppermann. Bei der Ehe geht es nicht um das Geschlecht, sondern darum, ob Menschen füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen wollen. Nach Artikel 6 des Grundgesetzes stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates. Dieses Grundrecht schützt im Kern die Verantwortungsgemeinschaft von Menschen. Es geht also gar nicht darum, dass hier eine Reproduktionsgemeinschaft gegründet wird, die Kinder zeugt und so weiter, sondern der Kern ist alleine, dass man Fürsorge füreinander übernimmt. Katrin Göring-Eckardt hat das auch formuliert, andere auch. Vertrauen, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, darum geht es und zwar für alle. Wo liegt nun der Kern der Debatte? Es wurde, das ist erstaunlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auf das Problem hingewiesen, dass wir vielleicht ein verfassungsrechtliches Problem haben. Jan-Marco Lutschak hat meines Erachtens den Kern der Debatte wenigstens ansatzweise auf den Punkt gebracht. Er sagt, nun stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir eine Änderung der Verfassung? Ich persönlich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn wir uns den verfassungsrechtlichen Ehebegriff in Artikel 6 Absatz 1 unseres Grundgesetzes anschauen, und zwar in der Diktion der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dann stellen wir fest, dass dieser Begriff offen ist. Er muss in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet werden. Er muss mit Blick auf einfach gesetzliche Regelungen und mit Blick auf die gesellschaftlichen Anschauungen interpretiert werden. Das heißt, die Anschauung derer, die dort im Bundestag die Entscheidung getroffen haben, war, dass die Verfassung nicht geändert werden muss, es keine Diskrepanz zwischen Artikel 6 und der neuen Regelung des Paragraphen 1353 besteht.
wie ist es mit Irland? Irland ist ja so ein Argument und auch der Blick auf andere Länder hat es immer wieder gezeigt, dass man gesagt hat, schaut, selbst die Irren, ja, selbst die Irren da, die machen das. Was überhaupt nicht erwähnt wird, ist, dass die Frage, wie die Iren das gelöst haben, darin bestand, dass sie ihre Verfassung geändert haben. Die Iren haben ihre Verfassung geändert und nicht einfach durch einfach gesetzliche Regelung das Problem gelöst. Wenn man nämlich nach Europa und weltweit schaut, ist die Regelung, die wir in Deutschland in Artikel 6 haben, einen besonderen Schutz der Ehe, relativ einzigartig. Es gibt nur noch eine Handvoll Länder, die das auch haben. Dazu gehörte Irland auch. Alle anderen Länder, die die Ehe für alle eingeführt haben, konnten das mit einfacher Mehrheit machen. Und die Iren, der einzige Vorläufer, der von der verfassungsrechtlichen Situation her mit unserem zu vergleichen wäre, mit unserer verfassungsrechtlichen Situation, haben tatsächlich die Verfassung durch verfassungsänderndes Referendum, also nicht still im Bundestag in 38 Minuten, sondern mit einem Referendum, wo die ganze Bevölkerung daran beteiligt war, tatsächlich eingeführt. Also das Argument Irland ist auch immer nur beschränkt. Wir kommen. Entschuldigung, bitte. Auf das Grundverständnis des Begriffs der Ehe, so wie es bisher relativ unzweifelhaft in Artikel 6 zugrunde gelegt war. Ich beginne mal mit einem recht unverdächtigen Zeitgenossen, der schon etwas länger tot ist, aber trotzdem ja immer wieder gut ist für Zitate. Immanuel Kant hat in seiner Rechtslehre die Ehe definiert als für die Menschheit notwendigen Vertrag und als Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswidrigen, wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften. Damit ist der Fokus ein ganz anderer von vornherein, nämlich tatsächlich die Sexualität, nicht, dass die Fürsorge eine Rolle spielt. Bereits die alten Griechen wussten, dass es in einer Partnerschaft immer zwei Elemente gibt, Eros und Agape. Eros ist die Sexualität, die man mit einem anderen Menschen lebt, die Faszination, die von einem anderen Menschen in körperlicher Hinsicht von dem anderen ausgeht. Und Agape ist der Gedanke der Liebe, so wie wir ihn heute verstehen, in christlicher Hinsicht, nämlich die Zuwendung, Fürsorglichkeit und so weiter. Was also aktuell passiert, ist, dass man Artikel 6, den Ehebegriff, von der Sexualität trennt und sagt, Sexualität spielt keine Rolle, sondern es geht nur noch um Agape, nämlich nur noch um die Fürsorge. Das ist für die ganze Tradition, die ich hier wirklich nur auszugsweise vorstellen kann, ganz unzweifelhaft, dass natürlich Eros mit dazugehört. Ja? Der Begriff Ehe stammt vom althochdeutschen Eva, Recht, Gesetz, Vertrag und hat eine gemeinsame etymologische Wurzel mit dem Begriff der Ewigkeit und Ehren von Erz, also von Ewigkeiten her beständig vorhanden. Von hier geht auch die Dignität des Natur- und Vernunftrechts aus, die in der abendländischen Tradition des Ehebegriffs ganz selbstverständlich ist. Nämlich, ich nehme auch wieder nur exemplarisch ein, der Vernunftrechtler oder Naturrechtler hier, Samuel Pufendorf, der sagte, die Ehe ist der erste Stand, der außerhalb des Naturzustandes durch menschliche Handlung bewusst und gewollt begründet wird. Sie ist die erste Art des Lebens in der Gemeinschaft und zugleich der Ursprung allen menschlichen Lebens. Kant, der Ehevertrag sei kein beliebiger, sondern durch das natürliche Gesetz ein der Menschheit notwendiger Vertrag. Die Ehe sollte von Anfang an, seit es eine Kulturgeschichte der Menschheit gibt, nämlich zwei Probleme lösen. Das erste Problem, und das wird verdrängt, wenn man die Sexualität tatsächlich komplett ausklammert, ist das Problem der Demografie. Was heißt Demografie? Das meint der Nachwuchs, die Bevölkerung. Für die frühen Menschen war es ganz selbstverständlich, dass die Frau etwas ganz Besonderes ist, weil aus ihr das Leben hervorgeht. Und nur dafür braucht man die Ehe und den Geschlechtsakt, damit die Gruppe nicht ausstirbt. Also die Demografie bis in die letzten Züge hinein war immer eine ganz besondere Rolle, wenn man die Ehe gepriesen hat und wenn man auch die Ehe besonders geschützt hat. Der zweite Punkt war nicht nur die Demografie, also der Gedanke, dass ein Volk auch immer wieder genügend Nachwuchs hat. Nur ganz kurz am Rande, wer auf die Demografie Deutschlands schaut, wird feststellen, dass die ursprüngliche
demografische Kurve, die bei einer normalen Entwicklung eher wie eine Pyramide aussieht, mittlerweile ja eine ganz andere ist. Nämlich wir haben einen Demografie-Döner. Das heißt, im Grunde werden immer weniger Kinder geboren. Wir wissen ja mittlerweile, wie dieses Problem gelöst wird. Darauf will ich aber nicht eingehen. Das ist ein anderes Thema. Sittliche Ordnung für den Umgang mit Sexualität. Das war natürlich auch von Anfang an ein Problem. Wer sich die Geschichte etwa nur der 10 Gebote bei Moses anschaut, wird feststellen, dass diese 10 Gebote aus einer Erfahrung heraus geprägt wurden und der Satz, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weibes, eine merkwürdige, tiefere Stimmung hervorruft, die in der Tat menschlich allzu menschlich ist, nämlich das Begehren in einer Gesellschaft, das Sehen, das Wollen und so weiter, das triebgesteuert Sein auch und die Kultur insoweit immer verstanden wird als etwas, das dieses Triebgesteuerte kontrolliert. Das heißt, um Konflikte in der Gesellschaft auszuschließen, möglichst, gibt es eine Zuordnung, sowohl von Sachen als auch von Personen. Das ist deine Frau, das ist dein Mann. Du sollst keine anderen Männer haben, du sollst keine anderen Frauen haben. Das ist der Gedanke der Monogamie und die Ordnung in diesem Kontext. Ob man das alles für richtig hält, sei dahingestellt. Es gibt, und wir werden Gegenmodelle uns auch noch gleich angucken müssen, aber jedenfalls waren das die beiden Aspekte, die für die Geschichte der Ehe immer prägend gewesen sind. Und diese Thematik hat natürlich auch unsere Verfassung geprägt. Wie sieht es dann aus mit der Homosexualität? Ist das etwas, was wir ganz neu entdeckt haben? In der Tat, der Begriff Homosexualität ist relativ neu. Im Ende des 19. Jahrhunderts ist es entdeckt worden, wie so vieles in Deutschland, als Begriff der Sexualforschung. Aber als Phänomen ist das ein uraltes. Ja, zu allen Zeiten gab es auch andere Formen der Sexualität, nicht nur der zwischen Mann und Frau, sondern es gab das Orgiastische, etwa im Dionysos-Kult, die männliche Homosexualität in den kulturübergreifenden Begriffen der Knabenliebe bei den Griechen, die Päderastie und Bacharbazi in der persisch-islamischen Kultur. Die weibliche Homosexualität ist mit Namen wie Hippolyte, Penthesilea und Sappho kulturgeschichtlich fest verbunden. Also nichts Neues, kein neues Phänomen, das irgendeiner besonderen Berücksichtigung aus der Perspektive jedenfalls hervorrufen würde. Im römischen Kontext wird das noch sehr deutlich. Der Begriff der Ehe ist hier ganz klar an Mutterschaft gebunden. Matrimonium, das ist noch immer auch im Italienischen oder im Spanischen und Sex, selbst im Englischen, Matrimony, deutlich zu hören. Der Begriff der Mater, die Mutter, spielt hier eine Rolle in der Ehe. Also, dem Matrimonium haben die Römer schon das Konkubinat gegenübergestellt. Und Konkubinat ist nicht das, was man dann im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, im Barock oder so daraus gemacht hat, dass jeder Fürst seine Nebenfrauen hat. Sondern das war tatsächlich schon bei den Römern nicht primär die Nebenfrau, sondern vom Begriff her der Beischlaf als solcher. Und Konkubitus als originärer Begriff meinte vor allem tatsächlich eine männliche Person des Beischlafes, nämlich, dass sich der Hausherr eines kleinen, hübschen Jungs auch bediente, um seinen Spaß zu haben. Die Ehe, das Matrimonium, für die Pflicht, einen Erben zu zeugen, Mutterschaft und Sexualität tatsächlich aus hedonistischer Perspektive heraus, bei den Griechen, bei den Römern in einer durchaus zügellosen anderen Weise, die jedenfalls nichts mit dem Begriff der Ehe zu tun hat. Ich glaube, heute würde auch so ein Streit um den Begriff der Ehe nicht geführt werden, wenn wir den Begriff der Ehe, so wie im romanischen Kontext, mit Mutterschaft verbinden würden. Also kein homosexuelles Paar würde gerne den Begriff Matrimonium haben wollen, sondern der Begriff Ehe ist, weil er so neutral ist, deswegen offenbar so umstritten. Dieses Grundverständnis des Begriffs findet sich dann im Corpus Juris Civilis. Heirat oder Ehe ist die Verbindung von Mann und Frau zu einer untrennbaren Lebensgemeinschaft und selbst Corpus Juris Civilis, also die
der Grundbestand alles juristischen Denkens für die längste Zeit, die Menschen über Recht nachgedacht haben, wird auch hier klar darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine zivile wie eine von der natürlichen Vernunft vorgegebene Angelegenheiten hält. Und das ist natürlich dann auch die Vorstellung des historischen Verfassungsgebers gewesen. Artikel 119 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung stellte klar, die Ehe steht als Grundlage des deutschen Familienlebens und als Urquell der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Es sei darauf abgesehen, der Ehe, so in der Diskussion zu dieser Verfassungsnorm, der Ehe und Familie als von jeher in Deutschland anerkannten Normalform des menschlichen Geschlechts- und Gemeinschaftslebens, als der hervorragendsten Quelle deutscher Sitte und Kultur in den Grundrechten den gebührenden Platz einzuräumen. Denn es war für die Weimarer Reichsverfassung und ganz generell für Verfassungen ein Novum, dass die Ehe unter den besonderen Schutz des Staates gestellt wurde. Die Paulskirchenverfassung hatte das nicht und alle anderen Verfassungen, die bis dahin existierten, auch nicht in dem Maß. Das ist dann natürlich auch übergegangen in den Parlamentarischen Rat und bei den Besprechungen zu Artikel 6 Grundgesetz, also 1949. Dort wurde klargestellt, die Ehe sei als die rechtmäßige Form der dauernden Lebensgemeinschaft von Mann und Frau und die aus ihr wachsende Familie sowie die aus der Ehe und der Zugehörigkeit zur Familie fließenden Rechte und Pflichten, die unter dem Schutz der Verfassung stehen. Das war noch eine recht lange und ausführliche Regelung in dem ursprünglichen Entwurf. So hat er nicht Eingang in das Grundgesetz gefunden, weil die Redaktoren meinten, wir brauchen doch Selbstverständliches nicht so ausführlich zu definieren. Ja? Die Redaktoren des Grundgesetzes haben im Kern von dieser sehr ausführlichen Schutzdefinition der Ehe ausgehend die Regelung immer kürzer gefasst. Die zweite Fassung war dann nur noch, die Ehe ist die rechtmäßige Form der Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Sie bildet die Grundlage der Familie. Das wurde dann noch weiter eingekürzt, indem gesagt wird, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Eine Änderung, wie der Vorsitzende des Ausschusses von Mangold klargestellt hatte, sollte eine inhaltliche Änderung zu dem Vorentwurf sollte damit nicht verknüpft sein, sondern nur reine redaktionelle Fassung, weil alles andere redundant gewesen wäre für das damalige Verständnis. Dass man heute aus dieser Regelung, nur weil da Ehe nicht weiter mehr definiert ist, sagt, na, das hat doch der Verfassungsgeber offen gelassen, wir können das sozusagen frei auch mit einfachem Gesetz machen, ist eine Aussage und eine Interpretation, die jedenfalls, wenn sie einen rechtshistorischen Zugang findet, nicht haltbar ist und zeigt, dass es hier um reine Willkür geht. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat sich auch die ersten Jahre bis in die 70er Jahre hinein ganz klar an diese Vorgaben gehalten. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat klargestellt, es gibt 4 Strukturmerkmale, die im Wesentlichen die Heterosexualität betreffen, die auf Dauerangelegtheit und das Solennitätsprinzip, das heißt also die Feierlichkeit, dass der Staat seinen Beitrag leisten muss, dass also nicht Personen, nur weil sie länger zusammenleben, schon eine Ehe eingegangen sind oder weil sie nur ohne weiteren förmlichen Kontrakt zueinander sagen, ja, wir wollen, sondern es bedarf eines besonderen förmlichen Aktes, nämlich der Solennität, und das feiern wir bis heute ja eben am Standesamt. Andere, die sagen, Standesamt ist mir gar nicht feierlich genug, gehen eben noch zusätzlich in die Kirche. Das war für die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch ganz selbstverständlich. Artikel 6 als Grundgesetz wurde in 3 Kategorien eingeteilt. Artikel 6 sei sowohl ein Grundrecht, man habe Anspruch darauf, dass es ein Institut gibt und dass man selber heiraten kann. Dann, es gibt eine Institutsgarantie, das heißt, das Institut der Ehe kann nicht abgeschafft werden. Das wusste man ja schon in der Weimarer Republik, deswegen hat man es in die Verfassung mit reingenommen. Und Artikel 6 sei eine objektive Wertentscheidung des Grundgesetzes.
Gerade dieser letzte Punkt macht natürlich eines recht deutlich. Es handelt sich hier um eine Verfassungsnorm mit übergesetzlichem und vorstaatlichem Inhalt, die ihre Wurzeln bereits in der außerrechtlichen Lebensordnung haben. Und Ehe und Familie als Keimzelle jeder menschlichen Gemeinschaft in ihrer Bedeutung mit keiner anderen menschlichen Bindung verglichen werden können. Wie gesagt, das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bis in die 70er Jahre hinein. Danach gibt es einen kleinen Schlenker und es wird nicht mehr ganz so deutlich hervorgehoben, dass diese objektive Wertentscheidung in der Verfassung steht. Aber es wurde auch nicht explizit angefochten. Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat im Kern an diesem Grundsatz festgehalten bis in die Gegenwart. Mit Nichtannahmebeschluss vom 4. Oktober 1993 hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, es gebe keine Anhaltspunkte für einen grundlegenden Wandel des Eheverständnisses in dem Sinne, dass der Geschlechtsverschiedenheit der Ehepartner keine prägende Bedeutung mehr zukäme. Artikel 6.1 sei die gegenüber Artikel 2 und Artikel 3 gegen Grundgesetz gegenüber speziellere Norm. Aus letzteren sei daher ein verfassungsrechtliches Recht auf Eingehung der Ehe nicht herzuleiten. Das war die Phase, wo einige Aktivisten Aktion Standesamt ausgerufen haben und haben gesagt, los Leute, lasst uns doch einfach mal hingehen. Und wenn das dann abgewiesen wird, können wir das bis zum Bundesverfassungsgericht hochbringen und klagen. Und dann haben wir vom Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung. Die haben sie dann auch bekommen. Jedenfalls 1993 war der allgemeine Wandel noch nicht so weit, dass auf das Geschlechtsmerkmal komplett verzichtet wurde. Selbst mit Beschluss vom 2002, das war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in dem es um das Lebenspartnerschaftsgesetz ging. Wir erinnern uns, nur zur Erinnerung, die rot-grüne Koalition unter Schröder und Fischer hat ja einen Reformstau entdeckt und hat dann auch das Lebenspartnerschaftsgesetz auf den Weg gebracht, als Möglichkeit für homosexuelle Paare auch einen rechtlichen Rahmen für ihre Verbindung zu haben. Und die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht hat das Bundesverfassungsgericht dann zurückgewiesen, hat aber auch klargestellt, es gebe keine Anhaltspunkte für einen grundlegenden, die eingetragene Lebenspartnerschaft ist keine Ehe im Sinne von Artikel 6 Absatz 1. Das heißt, es ist etwas anderes, ein Aliud, eine andere Lebensform und ein anderer rechtlicher Rahmen. Das Lebenspartnerschaftsgesetz ist ein Institut, das sich an Personen wendet, die wegen ihres gleichen Geschlechts eine Ehe nicht eingehen können. Das heißt, bis zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht daran festgehalten, dass der Ehebegriff die Gegengeschlechtlichkeit beinhaltet. Nochmal die drei Haupteinwände. Kern der Eheargument, Fürsorge. Wie kommt man jetzt trotzdem dazu, zu sagen, die Verfassung habe sich geändert? Die Verfassung habe sich geändert, obwohl bei historischer Betrachtung und bei Betrachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Ehebegriff keinerlei Änderung vorliegt zu diesem grundsätzlichen Strukturmerkmal der Ehe. Der erste Punkt ist das Argument, dass die Heterosexualität kein wesentliches Begriffsmerkmal der Ehe sein soll. Also das Argument, was wir schon kennengelernt haben, im Zentrum steht die Fürsorge füreinander und nicht der Gedanke der sexuellen Reproduktion und so weiter. Und hier wird zum Beispiel gesagt, zu den verfassungsrechtlich unabänderlichen Begriffsmerkmalen der Ehe gehört nicht aus historischen Gründen die Verbindung von Mann und Frau. Der Entstehungsgeschichte des Artikel 6 Absatz 1 lässt sich die Beschränkung der Ehe auf verschiedengeschlechtliche Paare nicht entnehmen. Da frage ich mich, wer so etwas sagen kann, ohne sich vorher die Geschichte genauer anzuschauen. Ich glaube, das ist nicht zu halten. Ja? Jedenfalls, wenn man sagt, dass die historische Interpretation noch eine Rolle spielen soll. Neben dem, was ich schon gesagt habe, wenn man in die Materialien schaut, nur drei ergänzende Anmerkungen. Die erste Anmerkung ist mit dem Namen Charles Fourier ganz eng verknüpft. Die Vorstellung, dass der historische Verfassungsgeber nicht wusste, was er da tut und nicht vor Augen hatte, dass es noch andere Lebensformen neben der Ehe gibt, andere Lebensmöglichkeiten, ist geradezu grotesk.
Aber es gehört zum Standardrepertoire von Rechtswissenschaftlern, dass sie behaupten, alle, die vor mir gedacht haben, haben das alles nicht erkannt. Ich habe es jetzt aber gesehen und deswegen sage ich euch, wie es wirklich gewesen ist. Und es ist auch so einfach, aus der Perspektive der Jetztzeit zu sagen, die vor uns waren alle so blind, die haben das alles gar nicht gemerkt, welche Möglichkeiten es gibt. Das Gegenteil ist der Fall. Charles Fourier, ein interessanter Denker des 18. und dann Anfang des 19. Jahrhunderts, hat eine ganze Epoche geprägt. Charles Fourier ist jemand, der als erstes den Begriff des Feminismus gebraucht hat. Charles Fourier ist derjenige, der als erstes den Gedanken des unbedingten Grundeinkommens gebraucht hat. Und Charles Fourier ist derjenige, der als erstes, abgesehen von den Griechen vielleicht und bacchantischen Geschichten auch bei den Römern und so weiter, der gesagt hat, wir müssen als erstes, bevor wir die gesellschaftliche Struktur der Arbeitsverhältnisse revolutionieren, die sexuellen Verhältnisse revolutionieren. Charles Fourier war derjenige, der als erstes radikal das Institut der bürgerlichen Zivilehe kritisiert hat. Er hat gesagt, diese Zwangsehe macht alles kaputt, zerstört und zwingt Menschen in ein Korsett, das ihre Triebe nicht in dem Maße unter Kontrolle hält. Und alle Fehlentwicklungen, die wir in der Gegenwart erleben, also Gegenwart Charles Fourier, jetzt um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, müsse dadurch aufgelöst werden, dass wir der freien Liebe freien Lauf lassen. Charles Fourier ist jemand, der spät, aber doch sehr effektiv wahrgenommen wurde, nämlich in der 68er-Bewegung in der Tat. Denn dieser Fourierismus, der im 19. Jahrhundert sich nicht vollständig durchsetzen kann, ist im Grunde dann Mitte des 20. Jahrhunderts sehr erfolgreich gewesen als Vorstellung, dass wir aus dieser bürgerlichen Kleingeistigkeit der Ehe fliehen müssen und endlich da raus müssen. Charles Fourier hat geprägt auch sehr stark auf Marx und Engels und auf August Bebel, die alle die Kritik an der Institution der bürgerlichen Ehe aufgenommen haben. Im Kommunistischen Manifest stand definitiv drin, die bürgerliche Ehe ist abzuschaffen. Auch August Bebel in seiner sehr bedeutenden und vielfach aufgelegten Schrift Die Frau und der Sozialismus hat klar gemacht, dass der Sozialismus dafür sorgen müsse, dass diese Zwangsehe und diese bürgerliche Ehe abgeschafft gehört. Und jetzt versetzen wir uns in die Lage des Verfassungsgebers von 1919. Alle diese sozialistischen und kommunistischen Ideen sind auf dem Markt. Und alle sind der Meinung, wir sind dabei, eine neue Gesellschaft zu kreieren. Wenn jetzt der Verfassungsgeber reingeht und sagt, wir müssen die bürgerliche Ehe besonders schützen, dann kann ich doch heute nicht hingehen und sagen, der Verfassungsgeber von damals hat überhaupt nicht gewusst, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. So ein Unsinn. Stichwort Demografie, Zusammenhang von Ehe und Prokreation, war natürlich für den Verfassungsgeber sowohl 1919 als auch 1949 ganz evident. Für die Zeit ganz evident, lässt sich aus den Materialien auch ganz klar entnehmen. Insbesondere nach zwei verlorenen Weltkriegen war klar, dass ja, neue Menschen braucht das Land in gewisser Weise. Es notwendig ist, die Ehe zu schützen, auch eben als Hort für mehr Nachwuchs. Und heute sprechen wir ja von Humankapital in einer Gesellschaft für die Kreation von Humankapital. Kein schöner Gedanke, aber aus volkswirtschaftlicher Sicht und damals aus Sicht der Nationalökonomie ganz zentral. Zweites Argument, gesellschaftlicher Wandel. Nochmal Eva Högel. Heute sagen uns Umfragen, dass 82% der Menschen für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sind. Deswegen sage ich, der Zeitpunkt für die Öffnung der Ehe ist heute da. Ja, hallo. Was können uns denn Umfragen über die Verfassungswirklichkeit lehren? Ja? Interessanterweise handelt es sich um eine Studie, die von der Antidiskriminierungsstelle vorgestellt wurde. Die Antidiskriminierungsstelle, die in dem Kontext ganz explizit an den Anfang zu einem Themenjahr Gleiches Recht für jede Liebe, Themenjahr für sexuelle Vielfalt stellt und eine Studie präsentiert, in der 82% der Bevölkerung für die Abschaffung der heterosexuellen Ehe nicht sind, aber für die Erweiterung auf Homosexuelle, damit diese Diskriminierung zu Ende gebracht wird. Das wäre ja so, als wenn ich
Frau Beverförde den Auftrag erteilen würde, genau eine gegenteilige Studie zu verfassen. Wahrscheinlich würde alle glauben, dass die Studie, die Frau Beverförde vorlegt, sehr viel unvoreingenommener ist als die, die hier die Antidiskriminierungsstelle vorlegt. Es kann doch nicht sein, dass wir an der Stelle auf eine Umfrage abstellen müssen, was das für Auswirkungen hat im Hinblick auf die Verfassungswirklichkeit. Wenn 80% der Bevölkerung die Mineralölsteuer für zu hoch erachten, brauche ich dann an der Tankstelle nur noch den halben Preis zahlen? Oder wenn eine Umfrage sagt, dass 80% der Bevölkerung gegen einen gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunk sind, kann ich dann die GEZ-Gebühren verweigern? Oder wenn 80% der Bevölkerung für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, wo kann ich das denn einklagen? Oder wenn 80% der Bevölkerung nicht mehr die SPD wählen, ist sie dann weg? Also, was folgt daraus? Im Grunde rechtlich gesehen gar nichts. Selbst wenn wir mal akzeptieren, es waren tatsächlich 82%. Andere Umfragen haben andere Daten genannt. Also insoweit kommt es auf die Umfragen nicht an. Denn, wir erinnern uns, Artikel 79 Absatz 1 Satz 1 stellt klar, das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Letztlich das Diskriminierungsargument, das Verhältnis von Artikel 3 zu Artikel 6. Eigentlich ein klassischer Fall der juristischen Methodenlehre. Lex specialis derogat legi generale. Wenn Artikel 6 eine besondere Lebensform oder den besonderen Schutz hervorhebt, dann heißt das natürlich zwangsläufig, dass alle anderen Lebensformen, die neben der Ehe auch noch existieren und die durchaus akzeptiert werden in einer freiheitlichen Gesellschaft, aber jedenfalls nicht in diesem Maße geschützt und hervorgehoben werden. Im Grunde ist dieses Verhältnis, wie es auch die frühe Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer klargestellt hat, mit einem Abstandgebot verknüpft. Aber wenn man das ändern möchte, dann brauchen wir doch nur rückwärts gehen. Wenn ich das ändern möchte, weil ich sage, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass die Ehe diesen besonderen Schutz verdient im Verhältnis zu allen anderen möglichen Lebensformen, was muss ich denn dann machen? Auch die Verfassung ändern und im Grunde Artikel 6 abschaffen, diesen besonderen Schutz der Ehe. Und wieder brauchen wir nach Artikel 79 eine Zweidrittelmehrheit in diesem Kontext. Auch das ist bekannt, denn im Zuge der deutsch-deutschen Einigung stand ja auf der Agenda, eine Verfassung für das gesamtdeutsche Volk zu schaffen. So stand es ursprünglich auch in der Präambel des Grundgesetzes, war ja nur ein vorläufiges Grundgesetz, bis das eine Einigung auch bei der deutschen Teile wieder stattfindet. Stand auf der Agenda, was müsste denn in so einer neuen Verfassung drin sein? Und hier gab es einen Vorschlag von Bündnis 90 Die Grünen, der ganz klar sagt, Artikel 6 sei so zu ändern, nämlich zu erweitern, wie wir es heute für selbstverständlich scheinbar erachten. Der Staat schützt und achtet alle Lebensformen. Lebensgemeinschaften mit Kindern oder Hilfsbedürftigen stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Kein Hervorheben der Ehe mehr, sondern jede Lebensform, wer immer auch sich entscheidet, wie er leben möchte, wäre vom Staat besonders zu schützen. Das war der Vorschlag vom Bündnis 90 Die Grünen. Man wusste also, wie man Artikel 6 fassen müsste und dass es eine Verfassungsänderung bedarf. Alles das ist bekannt. Alle wissen, dass ehrlicherweise die Verfassung zu ändern gewesen wäre. Aber man hatte keine Lust darauf zu warten, dass auch die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse so sind, wie man sie mittels vermeintlich seriöse Umfrageergebnisse bereits als Vox Populi ausgegeben hat. Das heißt, alles in allem, meine verfassungsrechtliche Interpretation kommt dazu, dass wir tatsächlich eine Diskrepanz haben zwischen der neuen Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch und Artikel 6 Grundgesetz. Das heißt, eine verfassungswidrige Regelung. Ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt, muss aber Frau Beverförde fragen, ob ich noch 10 Minuten habe. Wer ist der Meinung, ich habe noch 10 Minuten? Wunderbar, Frau Beverförde, das haben wir doch mal demokratisch geklärt, oder? Und jetzt kommt im Grunde, alles andere wäre auch etwas zu kurz gegriffen, das war der rechtstheoretische Teil. Jetzt kommen wir ganz kurz noch, ich muss leider etwas Wasser in den Wein träufeln, der rechtspraktische Teil, die rechtspraktische Perspektive.
was würde ein Bundesverfassungsgericht, so wie es gerade existiert, machen? Oliver Wendell Holmes, ein Richter am Supreme Court in den USA, auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts, hat vorgestellt, wenn ihr über Recht redet, hört auf mit euren rechtstheoretischen Erwägungen und wie man Normen interpretiert und so weiter. Er sagte, the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by the law. Soll also heißen, egal welche Auffassung ihr von der Auslegung und Interpretation des Rechts habt, entscheidend ist am Ende, was das Gericht sagt, nicht was ihr sagt. Also nicht, was Benedikt sagt oder was irgendein anderer Rechtsgelehrter oder was die Leute im Bundestag meinen, sondern das Bundesverfassungsgericht ist das instanzlich letztagierende Gericht. So, was würde also das Bundesverfassungsgericht tun, wenn tatsächlich, wie wir wollen, wie alle gerne hätten, dass die Bayerische Staatskanzlei ein abstraktes Normkontrollverfahren anschränkt? Ich muss sagen, vermutlich würden sie nichts tun. Sie würden schon was machen, sie würden natürlich entscheiden müssen, aber warum nicht? Bernhard Schlink, den wir wahrscheinlich alle kennen von seinen hübschen Büchern, die er schreibt, insbesondere also von dem Vorleser, hat 2007 einen netten Aufsatz geschrieben, Abschied von der Dogmatik, man könnte auch sagen Abschied von der Berechenbarkeit in gewisser Weise, jedenfalls des Rechts, so wie es geschrieben steht. Und er sagt, wenn ich zu Prognosen aufgefordert werde, also im Hinblick darauf, wie denn bitteschön ein Bundesverfassungsgericht einen konkreten Fall entscheiden würde, antworte ich inzwischen weniger und weniger aus meiner Kenntnis, was dogmatisch passen und stimmen würde und mehr aus meiner Einschätzung der Richter und Richterinnen des jeweiligen Senats. Ja, das war der Applaus für Bernhard Schlink. Er hat wirklich mal deutlich gemacht, was Legal Realism auch in Deutschland bedeutet. Und schauen wir uns die Senatsbesetzung des ersten Senats an. Allein wenn wir schauen, von welcher parteipolitischen Seite die Richterinnen und Richter kommen, wird deutlich, mal unterstellt, dass alle Richter, die von der CDU/CSU nominiert wurden, vielleicht etwas kritischer wären, haben wir ein Verhältnis von 3:5. Wir können davon ausgehen, dass weder die Richter der SPD, weder die Richter der FDP noch von Bündnis 90 die Grünen von der relativ grob formulierten politischen Perspektive her das Gesetz kippen würden, sondern sie würden vermutlich das Gesetz halten. Das wäre der Gedanke, nur von der Besetzung her zu schauen. Ein zweiter Punkt, und der ist vielleicht noch wichtiger, wenn man schaut, warum die Prognose an dieser Stelle düster ist, obwohl wir annehmen müssen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, das Bundesverfassungsgericht das Gesetz halten würde. Noch einmal das Verhältnis von Artikel 6 zu Artikel 3. Verfassungsdogmatisch haben wir schon gesehen, war der Fall relativ klar, Lex Specialis derogat legi generali. Und gleichwohl, spätestens mit der Entscheidung für die Zulässigkeit des Partnerschaftsgesetzes wird das relativiert. Der Senat sagt hier, der besondere Schutz der Ehe in Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen. Dem Institut der Ehe drohen keine Einbußen durch ein Institut, das sich an Personen wendet, die miteinander keine Ehe eingehen wollen. Die Antidiskriminierungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, zumal des ersten Senats, hat sich also hier nach einem letzten Aufbäumen der Richter die Fabio, Landa und Hasselmer, die nochmal gesagt haben, es gibt ein Abstandsgebot, spätestens mit der Entscheidung des ersten Senats 2009 sehr klar formuliert, dass es nicht mehr akzeptiert, dass Artikel 6 ein gewisser normativer Vorrang gebührt. Und ich zitiere, der Senat fordert einen strengen Maßstab bei der Prüfung, ob ein hinreichend gewichtiger Differenzierungsgrund vorliege, wenn eine Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung im Raum stehe. Und jetzt kommt, der bloße Hinweis auf Artikel 6 rechtfertige eine solche Diskriminierung nicht, weil sich aus dem Fördergebot der Ehe nicht rechtfertigen lasse, andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen. Das ist eine ganz klare Ansage, dass nunmehr Artikel 3
der Vorrang gebührt vor Artikel 6. Im Grunde ist Artikel 6 eine Norm, die keine Rolle mehr spielte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von dieser Entscheidung an. Und wer genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass sich hier eine Formulierung findet, die interessanterweise 1994 dem Vorschlag entsprach, die Bündnis 90 die Grünen eingebracht haben, wie man Artikel 6 ändern könne. Nämlich, dass nunmehr jede andere Lebensform genauso, diesmal aber unter dem Schutz von Artikel 3, zu schützen sei. Weil es gibt aus dem Fördergebot kein Abstandsgebot. Soll heißen, ich kann zwar fördern, darf aber niemanden schlechter stellen. Nur erklär mir mal einer, wie das gehen soll. Das ist absurd. Es ist unmöglich. Und damit ist auch klar, was beabsichtigt war. Ich glaube nicht, dass der Senat nicht erkannt hat, was er da für ein Kriterium aufstellt. Sondern es ist ganz klar, es gibt keine Differenzierung mehr zwischen der Ehe und jeder anderen Form, die wie auch immer ausgestaltet wird. Fazit: Verfassungsbruch oder Verfassungswandel? Ich sag mal, sowohl als auch. Es gibt einen Verfassungsbruch, der hat im Bundestag stattgefunden, nämlich in dem Moment, wo man meinte, man könne Artikel 6 durch eine einfach gesetzliche Norm neu definieren. Gleichwohl war der Verfassungsbruch ein kalkulierter, weil der eigentliche Verfassungsbruch ist bereits durch den ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts vollzogen worden. Das war ein stiller Verfassungswandel an der Stelle. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann ja nur das mitteilen, was mir an Fakten hier zugrunde liegt. Und dieser Verfassungsbruch war eben nur deswegen möglich, weil die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ihn durch einen stillen Verfassungswandel vorbereitet hat, indem es Artikel 3 Grundgesetz höher gewichtet hat als Artikel 6 Grundgesetz und diesen damit in einem wesentlichen Punkt obsolet gemacht hat. So traurig es ist. Was bleibt? Umdeutung von Begriffen per Gesetz? Ein weiser Kollege von mir hat einmal gesagt, auch der Jurist kann sich nicht mit dauerhaftem Erfolg über den Satz von Friedrich Engels hinwegsetzen, dass eine Schuhbürste noch lange keine Milchdrüsen bekommt, wenn man sie unter den Begriff des Säugetiers bringt. Ich würde sagen, recht hat er. Und auch Friedrich Engels hatte in diesem Punkt offenbar recht. Mit Definieren ändern wir die Wirklichkeit nur eingeschränkt. Antisthenes, ein begabter Schüler des Sokrates, hat das auch so formuliert, man könne nicht durch bloßes Heben der Hände einen Esel zum Pferd oder ungelernte Leute zu Feldherren machen. Abschließende Folgefrage. Was ist ein Tisch? Wenn ich Ihnen jetzt sage, ein Sitzmöbel, werden Sie wahrscheinlich sagen, ist doch Unsinn. Da sage ich Ihnen, wenn sich nur genügend Leute auf einen Tisch setzen, dann ist das so. Aber selbst wenn sich sehr viele Leute auf einen Tisch setzen, bleibt es doch dabei, dass ein Stuhl viel bequemer ist, oder? Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und sage, ein Tisch ist in Wirklichkeit die Basis einer jeden Weltanschauung, dann sagen Sie jetzt, naja, nach einer Stunde Vortrag ist er wirklich völlig ballaballa geworden. Aber nein, Sie alle kennen diese schöne Szene aus dem Club der toten Dichter. Manchmal ist es halt wichtig, aufzustehen für etwas, was einem wichtig ist. Man muss aufstehen, wenn man etwas bewegen will. Und insoweit herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Also ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte man nicht geben können. Und Sie sehen ja, Herr Professor Benedikt, Sie kriegen jetzt Standing Ovation.